Ich bin die Doris Mader, ich spiele Rollstuhl-Tischtennis seit 2002, bin 35 Jahre alt und spiele für Niederösterreich. Auf meiner Erstrehab am Weißen Hof in Klosterneuburg habe ich das Rollstuhl-Tischtennis kennengelernt. Davor habe ich habe Tischtennis schon seit meinem 7. Lebensjahr gespielt. Also Tischtennis war immer schon in meinem Leben ein wichtiger Punkt. Und das Rollstuhl-Tischtennis dann eben am Weißen Hof gleich bei meiner Erstrehab. Also der größte Erfolg war sicher 2008 bei den Paralympics in Peking, der 5. Platz. Dann hat es noch einen Vize-Europameistertitel gegeben und US-Open-Siegerin bin ich geworden. Das war auch ein sehr schöner Erfolg und mehrfache Staatsmeisterin. Also ich habe mit dem Andreas Weberer, mit meinem Trainingspartner gemeinsam einen Trainingsplan erstellt und wir haben fürs ganze nächste Jahr schon konkret Übungen geplant, Krafttraining und Ausdauertraining. Und für mich speziell ist ganz wichtig, auch Rehabilitationsphasen dazwischen einzuplanen und Pausen, weil ich mit Schulterproblemen kämpfe. Und da ist es natürlich wichtig, dass Pausen auch immer wieder dabei sind. Also nach meinem 5. Platz beim letzten Mal wäre diesmal natürlich eine Medaille schon sehr, sehr schön und sehr erfreulich. Das Ziel ist auch daraufhin ausgerichtet, aber wir müssen schauen, wie meine Schulter mitspielt. Aber ansonsten ist ein Stockerlplatz das Ziel.